Hey Leute, Tony der Tutor. Wie immer geht es um Sachen, die falsch gemacht werden. Und ich dachte, heute wegen dem Friedensnobelpreis. Da gibt es dann immer so, also da steht dann manchmal so in der Zeitung, da wird jemand nominiert. Und manchmal sind es dann ganz komische Kandidaten. Also die eigentlich gar nicht für Frieden sind, zum Beispiel. Aber also das ist aber nicht so, also weil der darf quasi, also ganz viele dürfen da nominieren. Von Universitäten quasi so jeder, also jeder Professor auf der ganzen Welt. Und dann werden da immer Tausende nominiert. Und dann sind da immer so komische Leute dabei. Und dann würde ich sagen, das war's. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal am Turniertutor.